willkommen zu dem Event, auf das ihr alle gewartet habt. Das Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions. Diesen Sommer haben sich die größten und härtesten Monster Trucks in Camp Crush gebettelt, um herauszufinden, wer die Besten der Besten sind. Sie sind zusammengekracht. Sie haben Zerstörung angerichtet und unvorstellbare Widerstände überwunden. Hallo? Schneidet uns irgendjemand runter? Und hier kommen unsere Trucks. Racing! Yeah. Demo Derby! Jetzt geht's ab! Tiger Shark! Und Bone Shaker! Ich bin gespannt, wer von Ihnen die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt! Diese Trophäe wird allein mir gehören! Dieser Wettbewerb ist gerade zu einem Festessen geworden! Die erste Herausforderung beim Duell der Champions wird ein Rennen von epischen Dimensionen! Zuerst geht es durch die tückischen Baumreihen. Danach geht es über die wackeligste Brücke, die wir finden. Und zum Schluss geht es hoch auf den Schrottberg bis zur Ziellinie. Ein Rennen bergab? Das wird ein Kinderspiel. Race ist mein zweiter Vorname. Naja, eigentlich ist es mein erster Vorname. Also ja, dieses Rennen gewinne ich. Ich hoffe, ihr drei habt Ersatzreifen eingepackt. Denn ich habe vor, euch bei diesem Rennen zu verdreschen und zu zertrümmern. Ich werde euch dann von der Ziellinie aus zuwinken. Ganz ruhig, Jungs. Ihr könnt euch gerne um den zweiten Platz streiten, nachdem ich gewonnen habe. Herausforderung angenommen. Möge der beste Truck gewinnen. Und das bin ich. Auf die Plätze, Rennteilnehmer! Fertig? Es geht ab! Los, Hot Wheels! Dieses Rennen wird hart, aber ich habe ein paar Tricks auf Lager. Diese Flammen sind nicht nur zum Angeben da. Was du nicht sehen kannst. Heilige Startkabel! Bone Shaker setzt seine Totenschädel verzierten Griffsamen optimal ein. Die Gewinnchancen verdächtig hoch. Alles klar! Oh yeah! Hey, das ist ja fast zu einfach! Au! Alles klar! Seid ihr Trucks überhaupt noch hinter mir? Oh, da seid ihr ja. Jetzt kann ich euch allen beim Verlieren zusehen, während ich den ersten Platz beanspruche. Was soll das denn? Demo Derby ist sich ihrer Sache so sicher, dass sie rückwärts fährt. Das könnte zur Katastrophe werden oder zum größten Sieg in der Geschichte der Monster Trucks. Wir sehen uns an der Ziellinie, Jungs. Lebe schnell und lass es... Hey, warte! Erinnert mich daran, niemals mehr zu versuchen, rückwärts durch einen Wald zu rasen. Helft mir! Ich kann doch gewinnen! Komm
schon, Boneshaker. Du kannst das. Oh, Mist. Liebes Krokodil. Braves Krokodil. Oh nein, es sieht so aus, als wäre das einzige Rennen, das Boneshaker heute noch fährt, das Rennen weg von diesen Krokodilen. Nur noch zwei Teilnehmer im Rennen. Ich gewinne dann jetzt mal. Keine Angst vor Krokodilen. Ich bin ein 1A-Raubtier. Ich habe aber keine Flügel. Wie zum Teufel sollen wir es bis zur Ziellinie schaffen? Oh nein, Leute. Ist das das Ende? Wird sich die Trophäe niemand holen können? Oh Mann, diese Krokos sehen aber hungrig aus. Was wird wohl als nächstes geschehen? Hä? Aha. Das ist es. Das war meine bisher größte Herausforderung. Hat die kaputte Brücke als Rampe genutzt und die Führung übernommen. Juhu! Oh nein! So geht das! Yeah! Das war so cool! Race Ace war so... Und Tiger Shark war so... Nein! Und dann wir alle so... Boah! Was für eine großartige Zurschaustellung von Zerstörung und Chaos! Tiger Shark und Race Ace stellen sich jetzt der nächsten Herausforderung und Junge, die wird ein Hammer! Wer schafft es durch den Chaoskurs und schnappt sich die begehrte Trophäe? Schaltet auch nächstes Mal ein, Leute, zum ultimativen Kampf der Crusher! Ich hätte das wirklich nicht tun sollen. Willkommen zurück, ihr Zerstörungsteufel, zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Uns trennt nur noch ein Rennen von der Verleihung der Siegertrophäe. Beim letzten Mal haben sich unsere vier Finalisten-Trucks ihren Weg durch den Megaberg und durch krokodilverseuchte Gewässer gekracht und gecrashed. Daraus gingen unsere zwei letzten Wettbewerber hervor. Tiger Shark und Races! Oh yeah! Diese zwei Titanen werden sich ein kompromissloses Kopf-an-Kopf-Rennen zur Gewinnerhöhle liefern. Der Erste, der seine Reifen ins Ziel bringt, gewinnt die begehrte Trophäe. Oh, einfach ein Rennen den gefährlichsten Berg der Welt hinab durch eine Höhle mit herabkrachenden Brocken? Ist das alles? Herausforderung angenommen! Yeah! Ja, 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 ja. Feuer unter dem Hintern und hol die Trophäe! Grrr, los, Tiger Shark! Zeig diesen Trucks, was ein echtes Raubtier drauf hat! Es ist soweit, Leute, das finale Rennen des Duell der Champions! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja! Na, großartig! Friss mein Staub, Race Ace!
doch kein Staubsauger! Das sehe ich anders! Fürchte den Wahnsinn! Oh nein! Was? Fürchte den Wahnsinn! Dieses Rennen fahre ich mit einem Reifen. Race Ace ist zwar schnell, aber nicht fürchte den Wahnsinn schnell. Weißt du, welcher mein Lieblingshai ist? Hä? Weiß ich nicht. Welcher? Ja! Der Behämmerthai! Okay, ich geb's zu. Das war ein guter Witz. Großartiger Gangwechsel, Leute! Race Ace wird seinem Namen gerecht und geht in Führung. Kann Tiger Shark ihn einholen oder war es das? Hey! Na, ganz toll! Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, Leute? Tiger Shark zeigt uns wirklich, wie es gemacht wird. Wenn ihr mich fragt, ist das kein Wettbewerb mehr. Race Ace hat das im Sack. Nein, nein, nein. Tiger Shark hat dieses 1A-Raubtier-Ding in sich. Und seht euch doch nur seine Streifen an. Ich glaube, du checkst es nicht, Rex. Los, Streifen, los! Friss meinen Staub, Race Ace! Nur in deinen Träumen, Tiger Shark! Mach dein Rad da weg! Oh, ich wusste ja, das wird ein enges Rennen, aber das hier ist schon lächerlich! Was geht denn hier ab? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Höhle stürzt gleich ein. Hab ich gewonnen? Kannst du vergessen, ich hab gewonnen. Wo ist denn jetzt die Ziellinie? Das ist wohl eine Felswand. Ich sehe gar nichts hier drin. Hey, was ist das? Ich glaube, mir kommt da eine Idee. Hey, wie geht's jetzt weiter? Wer hat gewonnen? Na also, ich glaube, die wurden platt gemacht. Ich nehme gern die Champions-Trophäe an ihrer Stelle entgegen. Ich glaube, die stecken fest. Los, Leute, es wird Zeit, das zu tun, was wir am besten können. Wir lassen es krachen. Ja, jetzt geht's voll ab. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sehe noch wilder aus als vorher. Wow, guck mich mal an. Und mit diesem leuchtenden Zeug können wir sogar sehen. Ich glaube, da vorne ist was. Alles klar. Es wird Zeit, das Ding nach Hause zu holen. Hey, Moment mal, die Trophäe gehört mir. Leute, das ist der Wahnsinn! Diese Monster-Trucks lassen es bis zum Schluss krachen, während sie daran arbeiten, die Felsen wegzuräumen! Wer wird das meiste Geröll wegballern? Wer bringt die Höhle zum Einsturz? Wer wird... Mit wem redest du da? Diese Trophäe wird mir gehören! Ja.
Adlermaske hat dein ganzes Aussehen verändert. Ganz auch. Ganz neue Farben. Seltsam, aber irgendwie auch voll der Hammer. Heiliges Getriebe, war's das? Ist dies das Ende des Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions? Werden Race Ace und Tiger Shark ein schreckliches Schicksal erleiden? Wer nimmt die Champions-Trophäe mit nach Hause? Und werden wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen? Los, lasst eure Achsen sprechen! Wir versuchen es ja! Oh. Willkommen zurück zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Beim letzten Mal sahen wir unsere beiden Finalisten Race Ace und Tiger Shark im ultimativen Kopf-an-Kopf-Rennen um die einzigartige Trophäe. Aber etwas lief schief. Ein Höhleneinbruch hat uns von Race Ace und Tiger Shark abgeschnitten. Es gibt keinerlei Möglichkeit zu wissen, wer gewonnen hat oder ob es den Trucks überhaupt gut geht. Hey, pass auf! Könnte das Ende bedeuten? Wird die Champions-Trophäe nicht vergeben? Werde ich hier noch einen Job haben? Ach du meine Güte! Hey, Alter, chill mal. Wir haben's fast geschafft. Oh yeah! Alles klar! Bone Shaker ist zur Stelle! Wir holen euch da raus, Jungs! Was war das denn? Ich war's nicht! Und was war es dann? Vielleicht war es das riesige Sumpfmonster, das gerade hinter dir auftaucht. Etwas sagt mir, dass das hier nicht Teil des Wettbewerbs ist. Nein, aber das da! Es wird Zeit, sich das Ding zu holen! Warte, Tiger Shark! Ich hätte gewinnen können. Wenn du mit gewinnen meinst, dass ein Sumpfkrokodil dich platt macht, dann ja. So, jetzt sind wir quitt. Hallo? Race Ace? Tiger Shark? Wir sind hier, um euch zu retten. Habt ihr die Champions-Trophäe gefunden? Soll ich sie für euch halten? Was ist das da drüben? Oh. Total krass, es ist wie in einer Disco hier drin. Seht mal! Heilige Hot Wheels, Leute! Wir sind kurz davor zu erfahren, wer der wahre Gewinner des Duells ist! Wir können nur erahnen, dass irgendwie, irgendwo Race Ace oder Tiger Shark sich im süßen, süßen Gefühl des Sieges sonnen. Das war knapp. Ich dachte echt, das war's jetzt. Ich würde diesem Riesenkrokodil gerne zeigen, wer das wirkliche 1A-Raubtier hier ist. Dann würde es den Wahnsinn fürchten. Hey! Keine Chance, dass wir dieses Riesenkrokodil nur zu zweit fertig machen können! Wie wäre es mit 8 von uns? Gigantisches Krokodil? So ist es! Dieses Krokodil hat das Maul wohl ein wenig zu voll genommen. Du bist wahrlich ein Wahnsinnsanblick über einen müden Scheinwerfer. Hey, wo ist die Trophäe abgeblieben? Die große Echse hat sie gefressen. Okay, das reicht. Niemand frisst unsere Trophäe und kommt damit durch. Was für eine dramatische Wendung des Rennens, Leute! Nicht nur, dass die Trophäe von einem gigantischen Reptil gefressen wurde, auch meine neuen Schuhe sind ruiniert. Werden die Monster Trucks es schaffen, dieses Monster auszumonstern?
Wie lautet der Plan, Monster Trucks? Er hat die Trophäe gefressen. Wir müssen sie uns zurückholen. Aber wie? Seht nur, sein Schwanz. Das muss der Grund sein, warum das Krokodil so groß geworden ist. Wenn jemand es schafft, dorthin zu kommen, wird es endlich auf einen würdigen Gegner treffen. Ich mach das, solange ihr mir die hintere Stoßstange freihaltet. Wir müssen ihm etwas Zeit verschaffen. Aber wie? Ich habe eine super Idee, was wir mit diesem Riesenkrokodil machen. Wir nutzen alle Tricks, die wir in Camp Crush gelernt haben. Okay, Leute, so läuft es. Unsere Trucks werden alles geben, was sie können. Und sie werden alle Tricks einsetzen, die sie gemeinsam in Camp Crush gelernt haben. Die große Schlacht hat begonnen! Alles klar, Monster Trucks, ihr wisst, wie es läuft. Es geht ab! Los, Hot Wheels! Oh yeah! Yeah! Oh, so ein Mist! Wie beim Farbenkampf! Die Hexe wird vollgeschleimt! Eine Schlammmaske! Gut für die Poren! Und ab geht's! Lebe schnell, Rache hart! Zertrümmern und brennen! Dem halt sich ein! Es gibt keinen Kampf! Täuschen mich meine Augen? Diese Trucks ziehen alle Register! Farbenkampf, Truck Darts und jetzt die verrückten Eroberer die Flagge Tricks! Alles für diese ultimative Herausforderung! Danke, Team! Jetzt ist es Zeit für die Raubtierfütterung! Er hat es geschafft! Tiger Shark ist jetzt mega groß! Fürchte den Wahnsinn! Da ist sie! Sieh sich das mal einer an! Das ist unsere Trophäe! Mega Tiger Shark hat die Trophäe aus dem Krokodil rausgecrushed! Aber hat dieser super große Super Truck das Zeug dazu, das Krokodil zu bezwingen? Es wird Zeit, das Ding zu gewinnen! Fürchte den Wahnsinn! Tafelbürstchen? Hier ist sie, mein Großer. Du hast sie dir verdient. Wir haben sie alle verdient. Yeah! Yeah! Aber ich nehme sie gerne, nur um drauf aufzupassen. Das war episch! In all den Jahren, in denen ich zugesehen habe, wie sie Sachen zertrümmern, habe ich, und das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, noch nie gesehen, wie ein Mega-Monster-Truck sich einem massiven Riesenkrokodil entgegenstellt. Dieses Duell geht in die Geschichte ein! So, und jetzt alle zusammen! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Bester Tag ever! Wir sind die Champions! Das ist das Hauptevent und alle drehen durch. Oh, oh.
Wir sind die Champions. Los geht's! Oh, wir sind die Champions. Wow, oh, das ist die Hunde. Hot Wheels, wir sind die Monster Truckers. Oh ja, so schnell, so cool. Oh, ja, die anderen raus. Hab Spaß, du wirst gewinnen. Hot Wheels, wir wollen diesen Cup. Die Champions Cup. Veranstaltung. Und auf dem Gipfel ist der unfassbare Schrottplatz. Vielmehr ist es Boneshakers Schrottplatz. Ja, meine Güte. Easy peasy. Der Cup gehört mir. Nur wenn du mich besiegst, was du nicht tun wirst. Nicht so schnell, Race Ace. Dieses Mal haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet. Aufpassen! Aua, mit dem Angriff! Ich will raus! Dieses Jahr hebt Camp Crush das Crashen und Zertrümmern und Crash Chaos auf ein ganz neues Niveau! Dieser Ort ist mit mehr Gefahren vollgepackt, als in einem Kofferraum passen. Schwindelerregende Höhen, Tricks und Fallen und ungeahnte Wendungen, die man nie kommen sieht. Also, was ist das große Ding? Dieses Mal rast ihr in Zweierteams zum Gipfel. Wie bitte? So ist es. Es gibt keine bessere Art, seinen Weg durchs Chaos zu krachen und zu crashen, als mit einem Partner. Los geht's! Als erstes Race Ace und Tiger Shark. Herausforderung angenommen. Five Alarm und Gangster. Im Ernst? Hast du Angst, dass ich dich in den Schatten stelle? Du bist angeschleimt. Nicht, wenn ich dir Feuer mache. Bigfoot und Boneshaker. Verdreschen und zertrümmern. Hier kommt der Kracher. Und Demo Derby und Mega Rex. Zertrümmern und brüllen. Lebe schnell und lass es krachen. Im Teamwork-Modus. Yeah. Eure erste Herausforderung hat es echt in sich. Ihr müsst es bis zum ersten Checkpoint schaffen. Eine falsche Bewegung und es ist vorbei. Die ersten beiden Teams, die es durch alle Checkpoints zum Schrottplatz auf dem Gipfel schaffen, qualifizieren sich für den Champions Cup. Die einzige Bedingung ist, dass beide Teammitglieder den Checkpoint erreichen müssen. Es heißt also, zusammenarbeiten. Alles klar! Oh, eine Sache noch. Das erste Team, das den Schrottplatz erreicht, erarbeitet sich einen großen Vorteil im Champions Cup. Also, gebt alles! Los! Ihr seid dran, ihr Zertrümmerer! Denkt dran! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Vielleicht hätte ich Ihnen etwas über die versteckten Monster auf dem Chaosberg erzählen sollen. Naja, Sie werden es schon rausfinden. Race Ace und Tiger Shark fahren in den wilden Wald. Haltet die Augen nach Fallen offen. Woohoo! Yeah, baby! Schlecht. Wow! Herausforderung! Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Ich
Mach einfach das, was ich mache, und wir sind in 0, nichts am Checkpoint. Wow, seit wann hast du hier das Sagen? Vertrau mir, Bone Chakalaka, ich hab's im Griff. Es heißt Bone Shaker. Hä? Eine Umleitung? Das fühlt sich nicht gut an. Oh, komm schon, du Oldtimer. Hast du Angst? Folge dem Anführer. Oh, ich bin der Anführer. Nimm das, du Felsbrocken. Das haben wir in der Tasche, Megabrex. Mach's gut, Bau. Oh, bester Tag aller Zeiten. Megabrex und ich werden sowas von gewinnen. Gemeinsam sind wir eine unaufhaltsame Kraft der puren Ehrfurcht. Hey, da ist es ja! Also los, mein Großer! Lebe schnell und lass es krachen! Oh. Lebe schnell und lass es krachen! Wow! Oh, wow! Ich liebe den Geruch von frischem Schleim am Morgen! Igitt, was stinkt hier so? Schleim, Schleim, Schleim! Gangster, du stinkst! Das ist der Geruch des Sieges! Oh, du musst den Gestank irgendwie loswerden. Ja, was ist das denn hier? Es wird Zeit für eine Autowäsche. Nein, nein, nein! Sieht so aus, als ob Gangster und Pfeiferlarm noch daran arbeiten, ein Team zu werden. Moment mal, etwas stimmt nicht. Wir sollten umkehren. Ist bei dir der Vergaser falsch rum eingebaut, dann verlieren wir doch. Und das wird nicht passieren. Wir gewinnen das Ding hier. Verdreschen und zertrümmern. Aha, es gibt keinen besseren als Bone Shaker. Aha. Hey, Derro Derby, wir kriegen Gesellschaft. Auf geht's! Ich kann nicht. Hä, warum nicht? Ist doch nur eine kleine Brücke. Genau, eine kleine Brücke ist der unkrasseste, am wenigsten tolle, total krachtastischste Weg darüber. Das ist einfach nicht mein Ding. Und außerdem geht es da echt weit runter. Lass mich einfach hier in Ruhe rosten. Eine Sekunde mal. Ich habe gerade einen Gedanken, aber mit Bildern. Eine Idee? Ja, warte her. Was sagst du dazu? Ist das cool oder was? Ja, das sollte genügen. Bereit für ein paar epische, krasse, total wahnsinnige Moves? Darauf kannst du wetten. Dann lebe schnell und mache hart. Unsere ersten Sieger, Derro Derby und Megarex, durch Zerschmettern und Zerstören seid ihr gerade einen Schritt näher zum Schrottplatz und zum Champions Cup gekommen. Alles klar. Das war episch. Nicht schlecht. Das dritte Team am Checkpoint, Pfeiferlarm und Gangster. Wow, was ist denn mit dir passiert? Ich wurde gewaschen. Ach, beruhige dich, du großes Baby. Ich bin sauber. Ich bin sauber. Wir sind die Letzten? Das ist doch Blödsinn. Wow, was ist denn mit euch passiert? Teergruben. Teergruben? Es gab Teergruben und ich bin sauber? Teergruben? Es gab keine Teergruben bei dieser Herausforderung. Ihr müsst ja echt vom Weg abgekommen sein. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt. Ihr habt es alle durch den ersten Durchgang zum Checkpoint geschafft. Aber denkt dran, wer auch immer es zum Gipfel schafft, gewinnt. Camp Crush fängt gerade erst an. Ihr Blechkisten. Die erste Runde war ja noch leicht. Aber jetzt schalten wir einen Gang höher.
Die erste Herausforderung sollte euch nur daran gewöhnen, als Team zusammenzuarbeiten. Aber um den nächsten Checkpoint zu erreichen, müsst ihr über den Tellerrand hinausschauen, um den Teller zu zerschmettern. Es gibt verschiedene Wege rauf zum nächsten Checkpoint. Es liegt an euch, es als Team auf den Berg zu schaffen. Denkt dran, ihr müsst es zu zweit an den Checkpoint schaffen, um eine Chance beim Champions Cup zu haben. Wir werden die Konkurrenz ausspucken wie Kaugummi. Herausforderung angenommen. Okay, ihr Raser, es geht los. Yeah. Nicht zuerst, ich bin der Anführer. Das bist du nicht, so wahr ich Bigfoot heiße. Moment, wo sind denn alle? Es sieht so aus, als ob Tiger Shark und Trace Ace in den wilden Wald fahren. Sie sollten besser ihre Scheinwerfer offen halten. Dieser Wald ist voller Fallen und allem möglichen Chaos. Wuhu! Wir werden dieses Ding hier sowas von gewinnen! Ich kann den Champions Cup förmlich schmecken! Du willst ihn nicht wirklich essen, oder? Nur mal abbeißen! Hey, guck mal! Sieht nach Ärger aus! Hm. Oder nach dem Weg zum Sieg. Komm, los! Gangster und ich sind ein Team, also sollten wir uns auch so verhalten. Wir müssen uns konzentrieren, wenn wir diese Runde gewinnen wollen. Für einen so sauberen Truck bist du ein echter Stinkstiefel. Du musst lernen, etwas Spaß zu haben. Gangster und Five Alarm machen sich auf den Weg zu den Klippen auf der felsigen Straße. Wenn sie es zum Checkpoint schaffen wollen, sollten sie besser anfangen, zusammenzuarbeiten. Ich kann Spaß haben, aber ich möchte auch gewinnen. Guck zu und lerne, Gunky. Das heißt, Baby. Ha, nicht schlecht. Hä? Wie hast du denn so schnell aufgeholt? Du hast deine Methoden, ich hab meine. Oh, komm schon. Wir wären bereits am Checkpoint, wenn wir es auf meine Art tun würden. Wir nehmen jetzt diese Abkürzung. Ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist. Außerdem stimmt die Richtung nicht und die Konsequenzen wären... Bla, bla, bla. Jetzt wird abgeschleimt. Ich hätte mir keinen besseren Teamkollegen wünschen können. Megabrex und ich ergänzen uns perfekt. Crash-tastisches Chaos und super coole Moves. Wow, alles klar. Jetzt geht's ab. Zertrümmern und brüllen. Au, das hat Spaß gemacht, aber auch... Au. Okay, mein Großer, ich glaube, wir sollten... Zertrümmern und brüllen. Doppel-Au. Ich sage, wir fahren in den Wald. Ich sage, wir fahren zu den Klippen. Was wir hier brauchen, ist echte Führungsstärke. Ein Fach, der weiß, wie man gewinnt, wie man verdrescht und zerschmettert. Und, hey, ich bin noch nicht fertig, damit zu erzählen, wie toll ich bin. Ja. Vielleicht etwas schmutzig, aber sie macht Spaß. Jetzt wird geschleimt. Her mit dem Schleim. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Bärenfalle voraus. Aber nicht lange. Fürchte den Wahnsinn. Alles klar, wir sollten in der Nähe des Checkpoints sein. Geht das nur mir so oder ist dieser angeblich ganz nahe Checkpoint in Wirklichkeit ganz, ganz weit weg?
Irgendwas stinkt hier gewaltig. Hey! Ich meine doch nicht dich. Lass uns weitermachen. Hey, guck mal! Oh ja! Hey, hier war ich! Was ist los, Bonechecker? Kannst du mit deinem echten Anführer nicht mithalten? Ach ja, dir werde ich's zeigen! Hey, pass auf, wo du hinfährst! Bonechecker, warte! Du fährst geradewegs hin! Sag jetzt nichts! Sieht so aus, als könntest du dich hier nicht durchschmettern, Mega Rex. Was? Hör zu, du hast mir echt mit diesem Loop über den Crankshaft Canyon geholfen. Jetzt bringe ich dir ein paar echte Moves bei. Guck zu und lerne. Haha! Oh! Yeah! Oh ja! Siehst du, alles, was du tun musst, ist, lebe schnell und lass es krachen. Lass mich mal! Okay, fahren wir schnell zum Checkpoint! Zertrümmern und brüllen! Ich hab's immer noch drauf! Gangster und Pfeifalarm! Woher kommt dieser Gestank? Das bin ich! Ist das nicht toll? Was hab ich dir gesagt? Team Nummer 2! Gut gemacht, Mega Rex und Demo Derby! Oh. Wow, was ist denn mit euch passiert? Frag nicht! Gut gemacht, ihr Kracher und Zerschmetterer! Ihr habt es zum zweiten Checkpoint geschafft. Gangster und Pfeifalarm arbeiten sich weiter in den Gewinnerkreis vor. Aber es ist hier nicht zu Ende. Wir müssen noch einen letzten Checkpoint erreichen, bevor es zum Schrottplatz geht und wir herausfinden, wer sich für den Champions Cup qualifiziert. Ja! Oh Mann, wir sind die Letzten. Hä? Ich habe so ein komisches Gefühl unter der Motorhaube, dass uns jemand auf den Arm nehmen will. Das nächste Mal machen wir die Dinge auf unsere Art. Da hast du völlig recht. Genug Leerlauf gehabt. Geht noch mal vor der nächsten Camp Crush-Herausforderung auftanken. Jetzt geht die Post ab. Es geht ab. Los, Hot Wheels.